Sprecht mit dem Beobachter. Wo ist denn das? Ist das hier oben irgendwo oder was? Tiefer. Hä? Ach da. Oh. Das war knapp. Achso, jetzt wieder raus. Okay. Okay, okay, okay. Ihr verspottet mein Spiel, Sterbliche. Nach meiner Berechnung sollten die Magier jetzt tot sein. Aber nein, sie leben noch. Allerdings, ich muss sagen, dass mein Spiel schon lange nicht mehr so aufregend war. Also gewähre ich euch die größte Gnade, das Recht zu wählen. Und was soll ich wählen? Ihr müsst euch für eine Seite im Spiel entscheiden. Es gibt keine andere Wahl. Die Regeln sind in das innerste Gespinst dieser Domäne eingewoben. Der einzige Weg, um eure Magier zu retten, besteht darin, sicher die Regeln zu halten und das Spiel zu gewinnen. Und jetzt sucht euch eine Seite aus oder überlasst die Magier ihrem Schicksal. Ich kann euer Spiel besiegen. Das glaubt ihr. Erst müsst ihr den Krieg gewinnen. Nun, wen werdet ihr aussuchen? Angov aus dem Reich? Dalek vom Wurmkult oder Sippenfürstin Estre, die einstige altmärische Prinzessin. Ihr dürft noch einmal mit ihnen sprechen, bevor ihr euch entscheidet. Wie kann ich mit denen Dings reden, ne? Ihr habt die Macht anscheinend genossen, die ich euch gab. Auch ich weiß, wie beglückend die Macht über Tod und Dunkelheit sein kann. All dies und mehr kann euer sein, wann immer ihr es wollt. Wenn ihr euch mir bei dieser Kampagne anschließt. Ihr bietet mir Macht an, damit ich mich euch anschließe? Natürlich! Was sollte es denn sonst sein? Macht macht uns glücklich. Sie erhebt uns über den gemeinen Pöbel. Zu Lebzeiten verfügte ich über mehr Macht, als ihr euch erträumen könnt. Doch ich war töricht. Ich ließ sie aus meinen Händen gleiten. Was ist geschehen? Ich habe die Entschlossenheit einiger anderer offenbar falsch eingeschätzt. Eine simple Fehleinschätzung, doch sie zerschlug meine gesamte Machtgrundlage. Ich werde diesen Fehler nicht noch einmal begehen. Ich werde meine Macht voll zum Tragen bringen. Niemand wird mich aufhalten. Ich meine, ich habe schon meine Entscheidung getroffen. Ihr steigt in ein Loch, das immer tiefer wird. Im Gegensatz zu meinen Gegnern und mir könnt ihr diesen Ort immer noch verlassen. Trotzdem bleibt ihr und hofft, dass ihr irgendwie die Sterblichen von der Magiergilde retten könnt. Wie interessant. Ich werde die Mitglieder der Magiergilde retten. Spüre ich da Übermut oder einfach nur Dummheit? Das ist nicht euer Kampf. Das ist nicht euer Krieg. Begreift ihr das denn nicht? Wir sind hier, weil wir einen dädrischen Fürsten enttäuscht haben. Und ihr seid hergekommen, um eben diesen Fürsten zu besiegen. Ich wäre nicht hier, wenn ihr nicht die Magier in diese Sache hineingezogen hättet. Warum sollte jemand wie ihr so viel für das Leben anderer aufs Spiel setzen? Ihr steht in einem Drachenhort. Der Weg hinter euch ist frei und trotzdem besteht ihr darauf, weiter voranzuschreiten und mit jedem Schritt den Drachen weiter zu reizen. Das treibt mich schier in den Wahnsinn. Also die Beden werde ich nicht nehmen, wir werden Estre nehmen. Weil erstens kennen wir Estre, ja, sie hat Aaron verraten, aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass sie doch... Jetzt, wo der Bruder von Aaron, also ihr Mann, nicht mehr ist, vielleicht ändert sie sich ja doch noch, wisst ihr? Eine zweite Chance, diese zweite Chance.
Er ist aus dem Reich. Und der da hinten ist vom Wurmkult. Das sind Dinge, die wir... Also, den Wurmkult haben wir bekämpft. Den Reich kennen wir aus Greymoor. Die haben ja da die Nord überfallen oder die greifen. Die haben ja Krieg gegen den Nord da irgendwie. Nee, beim besten Willen. Also, ich kann... Und ich will die Mitglieder der Magiergilde zurückhaben. Also, von daher... Ich bin Mitglied der Magiergilde. So, wir reden nochmal mit ihr. Die Heldin der Klippen kehrt triumphierend zurück. Ich hoffe, dass ihr da unten nicht zu zerzaust wurdet. Neben den Bauern zu kämpfen kann eher unangenehm sein. Sie sind wirklich ekelhafte Kreaturen. Einige dieser Leute kämpfen für euch. Natürlich. Ich meinte nicht sie, Dummerchen. Ich meinte Talik und die Bauern dieses Rankenmanns. Zombies und Skelette, garstige Kreaturen. Stellt euch das nur einmal vor. Sich mit den Toten einzulassen, weil einem die Lebenden nicht helfen wollen. Meine Soldaten hingegen gehorchen mir aus freien Stücken. Ich erinnere mich noch, wie ihr die Leute getäuscht habt. Aber sie waren glücklich. Und sie hatten etwas, woran sie glauben konnten. Nun kommt schon. Würdet ihr nicht auch lieber eine glückliche Lüge leben, als jeden Tag dem wahren Elend eurer Existenz ins Auge zu blicken? Ich diene dem Gemeinwohl. Das wahre Elend eurer Existenz, unserer Existenz, ist es, morgens aufzustehen, zu einer Arbeitsstätte zu fahren, dem Chef Reichtum zu bescheren, um selbst mit minimalsten Grundversorgung, mit minimalsten Einkommen die Grundversorgung zu gewährleisten, dass man hier nicht auf der Straße lebt. So, das ist das wahre Elend unserer Existenz. Und bei uns im Betrieb ist ja so, dass wir jetzt so langsam, also gibt es ja schon seit 2 Jahren einen Betriebsrat und die Chefs sind immer noch, also wir haben 2 Chefs und 2 Brüder, die sind immer noch gegen den Betriebsrat und naja, es wird schon ein bisschen heikler werden, weil jetzt sich immer mehr für die Gewerkschaft, also die IG Metall, entscheiden und wir hatten jetzt auch schon so unsere erste Sitzung, Mitgliederversammlung und haben da so ein bisschen Neues erfahren, wie und was und hast du nicht gesehen und ja, ich sag mal so, hier in Ostdeutschland wird der Kapitalismus noch neu erfunden. In Westdeutschland haben sie schon gelernt, wie man die Arbeiter besser ausbeutet, wisst ihr? Bezahlt die Leute gut und die arbeiten. Bei uns ist es mehr so ein Dümpeln, überwiegend Dümpeln. Gut, kann ich von mir aus nicht behaupten, weil ich arbeite immer gleich. Ich kann ja nicht irgendwie ja, naja doch, Spätschicht. Spätschicht kann man schon mal die Füße auf den Tisch legen. Nee, oder hochpacken. Wenn die Maschinen laufen sie. So, ihr macht also hier das Gleiche. Ich werde mich nicht in eure Wortspiele verstricken lassen. Ich bin genauso auf dieser Ebene gefangen wie alle anderen hier. Einschließlich eurer Freunde, der Magier. Ich will einfach nur von hier fort. Euch gegenüber hege ich keinen Groll. Lasst uns Frieden schließen. Schließt euch mir an und wir können dieses Spiel gewinnen. Na gut. Ich werde mich auch für sie entscheiden. Ihr verspottet mein Spiel, Sterbliche. Was soll ich wählen? Ihr müsst euch für eine Seite im Spiel entscheiden. Es gibt keine andere Wahl. Das glaubt ihr. Erst müsst ihr den Krieg. Sippenfürstin Estre mit der silbernen Zunge. Mit einem flinken Geist gesegnet und dem Talent, ihre Seele ein ums andere Mal zu verkaufen. Ich vermag nicht zu sagen, wie viel dädrische Fürsten sie schon gewonnen und wieder verloren haben. Seid ihr sicher, dass ihr euch jemandem anschließen wollt, der so betrügerisch ist? Ich bin mir sicher. Also habt ihr euch entschieden. So soll es sein. Ihr habt Sippenhochfürstin Estre von den Sommersendinseln die Treue geschworen. Ihr habt eine Seite gewählt. Ihr müsst verstehen, dass nur ein Teilnehmer das Spiel gewinnen kann. Und wie immer kann ich die Regeln ohne Vorankündigung ändern, damit das Spiel spannend bleibt.
Dann könnt ihr also betrügen. Niemals. Das Spiel ist unantastbar. Doch ich kann die Regeln ändern, um die Teilnehmer im Ungewissen zu lassen und meine eigenen Interessen zu wahren. Erstattet demjenigen Bericht, dem ihr die Treue gelobt habt. Das Spiel beginnt jetzt. Okay. So, dann springen wir mal mit der, wa? Ich hab schon wieder einen Frosch im Hals. Hängt da fest. Das ist unangenehm. Das gefällt mir gar nicht. So, wo ist die jetzt, die alte? Höher. Warte mal, da kommen wir hin, oder? Okay. Ja. Muss schon erstmal gucken. So, gegen die müssen wir kämpfen. Wa? Oh, müssen wir ja nicht. Ach, Entschuldigung. Upsi. Die waren gelb. Scheiße. Hat keiner gesehen. Warte mal, da unten ein paar. Wachen hin. Freut mich, euch wiederzusehen auf der Gewinnerseite. Wunderbar. Mein lieber Freund Relmus hat mir so viel von euch erzählt. Und wie ich Relmus sagte, wenn ihr mir helft, werde ich euch helfen. So einfach ist das. Ich bin nicht hier, um euch zu helfen. Ich bin hier, um die Magier der Magiergilde zu retten. Oh, ich verstehe. Das tue ich wirklich. Aber müssen diese Dinge einander ausschließen? Ich denke nicht. Ihr saht mich als euren vielversprechendsten Weg zum Sieg. Daher habt ihr euch meiner Seite angeschlossen. Als eine echte Kennerin derartiger Handel kann ich euch versichern, dass ihr eine weise Entscheidung getroffen habt. Sagt mir nur, was wir tun müssen, um zu gewinnen. So unverblümt, wie köstlich. Ich könnte euch glatt auffressen. Das könnte ich wirklich. Damit ich gewinne, muss mein Champion die Champions meiner Gegner ausschalten. Doch der Beobachter, dieser gerissene Spielleiter, sorgt immer dafür, dass die Champions einander gewachsen sind. Glaubt ihr, dass ich sie besiegen kann? Oh ja. Ihr habt etwas, was ich in Kalthafen so bisher noch nicht gesehen habe. Ein gewisses Funkeln in den Augen. Ihr könnt es schaffen. Nun, dieser nette Schattenkerl, dem ihr zuvor ausgeholfen habt, ist ebenfalls meiner Sache verpflichtet. Setzt einfach nur meine Maske ein, wenn ihr Hilfe braucht, und er wird angelaufen kommen. Okay. Er hört Stimmen in seinem Kopf, keine Sorge. Ihr habt Estra als Hilfe ausgesucht? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Sie schlug vor, ein Fest zu geben, als ich auftauchte. Ich schätze, das ist noch ein Grund mehr, für euch zu arbeiten. Okay. Dann gucken wir mal, wa? Höher, noch höher. Müssen wir da hoch? Kann das sein? Sagtet ihr kurz und klein? Kann das sein? Ah ne, jetzt ja wieder nicht hoch. Warte mal. Wir gucken mal. Ja, nur renn da nicht weg hier. Wisst ihr, ich renn da auch nicht weg. Fatzke. Das ist ja der richtige Weg, ne? Wir gucken mal. Was haben die denn für Champions, sag mal? Bewegung!
Wurmkult. Ich meine, gut, sie ist vom Schleier, aber das ist auch nicht besser, aber. Aber ich merke mir ihre. Das soll erstmal nicht mein Problem sein. Du rennst hier einfach so durch, weißt du, so. Interessiert überhaupt kein Schwein hier. Okay, ihr habt das nicht. Ich kann nicht glauben, dass ihr jemand anderen als meinen Meister gewählt habt. Ich werde euren Tod so schmerzlos wie möglich machen. Aufteilen! Oh Gott, wir müssen ihn töten. Scheiße. Ihr habt einen der Champions besiegt. Beeindruckend. Endlich wird das Spiel interessant. Ein Opfer muss um Mitternacht dargebracht werden. Hatte er denn was anderes erwartet als unseren Sieg? Ich glaube wohl nicht. Also ich hatte keine Zweifel daran, dass wir hier durchkommen. Und die Maske haben wir jetzt auch nie gebraucht. Na gut, man könnte die Maske jetzt beim nächsten Mal gucken, was passiert, wenn man die einsetzt. Aber andererseits verlegt das auch ja nicht. Nicht, dass das nachher zu einer Disqualifikation führt, weil wir hier irgendwie unlauteren Wettbewerb hier. Wisst ihr, was ich meine? So, ich denke mal, das ist da oben irgendwo. Das sieht jedenfalls hier so aus. Hier, oh, hier, guck mal hier so. Blutzombies. 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 Na, gehst du da mal. Was ist denn, wenn ich da jetzt A drücke? Was passiert denn da? Nichts hier. Hier passiert ja auch nichts. Alter, ey, was haben denn die für eine Agro? Agro-Range. So, gucken wir hier hoch. Halt, lasst mich mal hier durch hier. Wo sind wir jetzt hier hin? Ach, hier ist der Champion. Ich setze sie jetzt mal ein, mal sehen, was passiert. Und so geht der letzte Champion unter. Interessant. Trefft mich am Eingang meines Ausblicks, um eure Belohnung zu erhalten. Eigentlich habe ich keinen Grund zur Beschwerde, aber das hält mich nicht davon ab. Ich bin gespannt, was jetzt hier passiert. Da waren Gegners. Gegners waren da. Ach nee, ich muss ja da unten lang. Naja. Bleib doch mal hier, Junge. Mach doch mal nicht so einen Quatsch hier. Was macht denn dieser Schatten nur verwirren, oder? Da müssen wir rennen. Ach hier. Nee, Realm Assisted. Ah, da seid ihr ja. Estre hat mich geschickt, euch zu finden. Sie sagte, der Beobachter würde die Regeln ändern. Sie schickte mich weg, als unser grausamer Spielleiter gerade auftauchte. Er schien sehr wütend zu sein, aber ich hatte auch den Eindruck, dass er aufgeregt war. Was habt ihr getan? Ich habe die anderen Champions besiegt. Das ist überraschend. Oh, ich hatte vollstes Vertrauen in euch. Das hatte ich wirklich. Doch bisher hat noch nie jemand lange genug überlebt, um zwei Champions zu besiegen. So etwas ist noch nie da gewesen. Habt ihr Juli und Mim gesehen? Was ist mit ihnen geschehen? Sie wurden von den Anführern kontrolliert. Ich habe sie befreit und sie sind weggelaufen. Ich schätze, ich sollte losgehen, um sie zu finden. Ohne mich sind sie wirklich verraten und verkauft, wisst ihr? Nebenbei gefragt, wohin wolltet ihr eigentlich gerade so eilig? Der Beobachter meinte, dass ich zu ihm kommen und meine Belohnung abholen soll.
Falls der Beobachter wirklich die Regeln geändert hat, dann bezweifle ich, dass er vorhat, euch eine Belohnung zu geben. Meine Meinung? Er wird weitere Gegner auf euch hetzen, bis ihr schließlich irgendwann zu Boden geht. So würde ich das jedenfalls machen. Nun, viel Glück dort oben. Ich glaube, ihr werdet das brauchen. Ja. Wir haben immer noch unsere ultimative Kraft, falls es hinten und vorne nicht reicht. Vielleicht werden wir jetzt auch von Estre verraten. Andererseits muss ich sagen, kann es sein, überlebt die Herausforderung des Beobachters. Beeindruckend, höchst beeindruckend. Niemand in der Geschichte meiner Spieler hat es je geschafft, zwei Champions zu besiegen. Aber jetzt müsst ihr noch eine Herausforderung meistern. Besiegt meine Wächter und erreicht das Portal, um eure Belohnung zu erhalten. Oh, ich hab schon wieder keine. Ich hab hier schon wieder. Warte mal. Okay, haben wir. So weit, so gut, Knut. Knut. Ihr habt das Unmögliche geschafft. Jetzt eure wahre Belohnung. Macht euch bereit, mir gegenüberzustehen. Ihr werdet dem Beobachter nicht allein gegenüberstehen. Wir stehen das gemeinsam durch. Sehr gut. Lästiger Magier, fort mit euch! Eure Einmischung stört mich, Magier. Hinfort. Naja. Dieser Wettbewerb findet zwischen denen statt, die euch... Molag Baal wird bestimmt zufrieden sein mit dir. Du Jammerlappen. Was ist denn jetzt los? Leben die noch? Finde die Magier. Wir müssen auf jeden Fall hier durch. Portale nach Kalthafen. Der Beobachter. Der lebt ja noch. Da seid ihr ja. Ich habe mich gefragt, wann ihr auftauchen würdet, um uns zu retten. Der Beobachter war so unhöflich. Und jetzt hat er mich in diesen Käfig gesteckt. Was soll ich hier ganz allein tun? Wenn ihr eure endgültige Entscheidung trefft, denkt an den Grund, aus dem wir alle in dieses furchtbare Reich gekommen sind. Ihr müsst denjenigen wählen, von dem ihr denkt, dass er euch am besten in den kommenden Kämpfen helfen kann. Wie eure Entscheidung auch ausfällt. Ich weiß, sie wird richtig sein. Kriegen wir jetzt die Entscheidung, ob wir Sippenfürstin Estre oder hier unsere Magier hier befreien? Naja, dann ist ja wohl... Ich hätte es wissen sollen. Was für eine nutzlose Geste. Warum haben wir überhaupt versucht, euch zu helfen? Seht uns an. Gefangen wie Ratten im Käfig. Dieser hat diese Entwicklung nicht erwartet. Wie aufregend. Ihr habt das Spiel gewonnen, das nicht gewonnen werden konnte. Ihr habt euch gegen die Regeln des Reichs gestellt. Oh, gute Arbeit. Gute Arbeit. Ich verstehe das nicht. Ich habe euch getötet. Verwirrend, nicht wahr? So ist der Lauf der Dinge in Kalthafen. Das Spiel geht immer weiter, also muss es auch immer einen Spielleiter geben. Trotzdem zeige ich mich erstaunt, dass ihr es geschafft habt, das Spiel zu gewinnen. Ihr habt das Unmögliche vollbracht. Also wählt eure Belohnung. Welche Auswahl habe ich denn? Ihr habt gewonnen, ohne Lug und Betrug. Also dürft ihr euch einen Begleiter auswählen, bevor ihr geht. Nur einen. Die anderen müssen hier bleiben und weiterspielen, bis sie den Sieg für sich selbst erringen können. Und jetzt entscheidet euch. Wer wird mit euch gehen? Darf ich mit ihnen sprechen, bevor ich mich entscheide? Wie ihr wünscht. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Ich habe da ein Spiel, zu dem ich zurückkehren muss. Wir sprechen uns wieder, sobald ihr eure Entscheidung getroffen habt.
Da seid ihr ja. Ich habe mich gefragt, wann ihr auftauchen würdet, um uns zu retten. Der Beobachter war so unhöflich. Und jetzt hat er mich in diesen Käfig gesteckt. Was soll ich hier ganz allein tun? Meine Belohnung dafür, dass ich das Spiel gewonnen habe, besteht darin, dass ich entweder euch oder die Magier rette. Oh, nun kommt schon. Ich bin noch keiner Regel begegnet, die ich nicht zu meinem Vorteil beugen konnte. Ihr müsst nur herausfinden, wie ihr das anstellt. Vielleicht könnt ihr dem Beobachter drohen und ihn so dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Es wird sicher ein Spaß, euch dabei zuzusehen. Ich werde es probieren, aber was ist, wenn ich nur einen von euch auswählen kann? Dann stoßen wir gemeinsam auf eure Kameraden an und ehren ihr Andenken. Ich kann euch sogar eine tröstende Schulter anbieten, falls ihr euch ausweinen wollt. Und jetzt kommt in die Gänge. Ich bin schon gespannt, was als nächstes geschieht. Ich weiß nicht mehr, was Ho'Aaron gesagt hat. Hat er gesagt, wir sollen sie wählen? Ich hätte es wissen sollen. Was für eine nutzlose Geste. Warum haben wir überhaupt versucht, euch zu helfen? Seht uns an. Gefangen wie Ratten im Käfig. Geht es euch gut? Mir wird es sehr viel besser gehen, sobald ihr uns hier herausgeholt habt. Ich konnte beengte Räume noch nie leiden. Ihr werdet euch doch dafür entscheiden, uns befreien zu lassen, oder? Das ist doch der Grund, warum ihr überhaupt zu den Klippen des Scheiterns gekommen seid. Das stimmt. Der Beobachter möchte, dass ich mich zwischen den Magiern und Fürstin Estre entscheide. Natürlich will er das. Und die edle Dame hat mit den Wimpern geklimpert und den Busen etwas herausgedrückt. Sie hat schon eine Wirkung auf die Leute. Das muss ich ihr lassen. Doch sie ist nicht ohne Grund hier. Was immer sie auch getan haben mag, sie verdient ihr Schicksal. Wir nicht. Vergesst das nicht. Das stimmt. Wie lautet eure Entscheidung? Ich habe euer Spiel gewonnen. Warum muss ich mich entscheiden? Weil das Gleichgewicht des Spiels erhalten bleiben muss. Wenn ihr Talik wählt, dann nehmen die Magier seinen Platz ein. Wenn ihr die Magier wählt, dann bleibt Talik als einer der Anführer im Spiel. Ihr habt Glück, dass ich mich überhaupt zu dieser Belohnung bereit erklärt habe. Talik? Ich nehme sie alle, ansonsten töte ich euch einfach immer wieder und höre nicht damit auf, euer Spiel zu stören. Was? Wie könnt ihr es wagen, mir zu drohen? Ihr habt Glück, dass ich euch überhaupt eine Belohnung gegeben habe. Das Gleichgewicht muss erhalten bleiben. Gebt mir Estre und die Magier, sonst sorge ich dafür, dass nie wieder Gleichgewicht herrscht. Ich? Was für eine Bodenlose. Wie könnt ihr es wagen? Nun gut, nehmt sie alle und kehrt nicht zurück. Mein Meister wird zornig sein, aber nicht so völlig außer sich, wie er es wäre, wenn das Spiel dauerhaft gestört würde. Nun schafft euch davon. Oh, wir haben sie alle gerettet. Sehr gut. Wir haben Estre befreit. Oh. So, wir reden erstmal mit den anderen. Ihr habt alle von uns rausgeholt? Ich weiß nicht wie und es ist mir auch egal. Ihr seid erstaunlich. Oh, ich bin die Beste, Alter. Hör mal. Die Beste, Bruder, Alter. Ihr habt es geschafft. Ihr habt uns beide hier herausgeholt. Ich bin froh, dass die Gilde euch hergeschickt hat. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Naja. Welch grausames Spiel mussten wir spielen. Dieser ist einfach dankbar, dass wir alle überlebt haben. Auf jeden Fall, ne? So, was mit dir, du alte Hexe? Seht ihr? Das war nicht so schwer. Es gibt immer einen Weg, alles zu bekommen, was man will. Glaubt mir, das ist die Philosophie, nach der ich lebe. Da wir jetzt frei sind, wo gehen wir jetzt hin? Es gibt einen sicheren Zuflucht im Westen, die leere Stadt. Eine Stadt? Oh, was für eine hervorragende Idee. Ein warmes Bad und ein Glas feinen Wein. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in solchem Luxus schwelgen durfte. Diese netten Magier und ich werden einander unterwegs Gesellschaft leisten. Wir sollten keine Probleme haben, diesen Ort zu erreichen. Tja, Freunde, haben wir es geschafft. Ihr habt alle. Das müsste doch der richtige Ort sein. Catwell, du alter Sack.
Bleibt zurück, widerwärtige Bestie! Sonst werde ich euch abschlachten! Oh, ihr seid es. Geht ihr spazieren? Genießt ihr die schöne Landschaft? Ja, heute nicht. Ich war ja gerade mal zum Bäcker heute früh, aber ansonsten war ich nicht spazieren. Ich bin hier, um Leute zu retten. Und du, alte Socke? Und ihr leistet dabei großartige Arbeit. Ganz wunderbar. Wartet einen Augenblick. Seid ihr durch das Portal gegangen? Habt ihr den Beobachter getroffen? Yep. Ganz wunderbar. Ich wollte schon immer beim Spiel des Beobachters mitspielen. Doch da ihr das nun getan habt, hat das wohl nur noch wenig Sinn, oder? Ich bin sicher, ich finde schon eine andere Obliegenheit, um mich zu beschäftigen. Also, wo waren wir? Warum bin ich noch gleich hierher gekommen? Um die Leute, die ich gerettet habe, in die Stadt zurückzuführen. Brillant! Einfach großartig! Wahrlich! Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Dann aber ab mit euch. Ich werde dafür sorgen, dass alle heil und einigermaßen unversehrt in der leeren Stadt ankommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben hier wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Und an dieser Stelle werde ich dann erstmal Schluss machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal hier hingehen. Und ich sag mal, den Bereich abklappern. Oder haben wir jetzt hier drüben alles fertig? Hier ist noch ein offenes Verlies. Da ist noch ein Dings drin. Was sind das hier? Ach, wir sollen ja noch hier zurück hier. Warte mal, wir geben das noch ab, oder? Ah, dann machen wir in der nächsten Folge. Aber ich kann trotzdem schon mal hier... Ja, komm, 146 drauf geschissen. Gut, sehr gut. Dank dem Herr Aaron, dass er uns hier hergeschickt hat, dass er uns so gesagt hat, dass ich hier alles, ich sag mal, auflösen konnte, dass hier alles ausgeschalten war. Und ich denke mal, wir haben hier gute Arbeit geleistet. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also von daher würde ich sagen, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge hier an der Stelle wieder, wenn, oder vielleicht gehe ich hier runter. Und dann werden wir hier rüber porten und uns dann hier unten noch ein bisschen halt bereit machen. Hier rüber die Bücher noch holen. Hier drüben haben wir auch noch was, ein Portal. Wir haben also hier noch ein bisschen was zu tun. Ja, sehr gut. Freunde, haltet die Ohren steif und tschüss.